Über 10 Jahre lang haben sich die Mitglieder des Fördervereins für die Landesgartenschau mit diesem Thema befasst. Doch letztlich haben alle Planungen und Überlegungen nicht geholfen. Eine Landesgartenschau kam nicht. Einige der Mitglieder aber verteilten in der vergangenen Woche das Geld, was noch auf dem Vereinskonto verbucht worden war. Immerhin handelte es sich um 12.000 Euro. Dieses Geld sollte nun einem guten Zweck zugutekommen. Das sagt die Satzung des Vereins aus, dass damit Kinder- und Jugendarbeit unterstützt werden soll. Ein positives Ansinnen, doch für Olaf Paarmann hatte diese letzte Amtshandlung 2 Seiten. Klar, ein weinendes Auge ist dabei, aber ich denke mal, ist es auch so, dass es eben ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und es war eine schöne Zeit, sag ich mal, aber jetzt ist es so und damit müssen wir weiter umgehen und ich hoffe, vielleicht irgendwann kommt es vielleicht doch mal irgendwann zu einer Landesgartenschau in Mecklenburg-Vorpommern. Ich denke mal, es wäre in kurzer Zeit wäre hier sehr, sehr viel entstanden. Man muss sich das wirklich so vorstellen, als wenn man sozusagen sein Wohnzimmer renoviert und neue Wände, neue Tapeten, neue Möbel und sich dann hinterher wirklich darauf freut, wenn man dann drin sitzt. Aber ich denke, jetzt ist es auch so, dass viel in der Stadt passiert und dass wir auch eine Grundlage gelegen haben für die gesamte Entwicklung und die wollen wir auch weiterhin positiv begleiten. Über jeweils 3.800 Euro durften sich 3 Vereine freuen. Zum einen die Freunde und Förderer des Theaters, die mit dem Geld Schülern einen Besuch im Theater ermöglichen wollen, die es sich nicht leisten könnten. Das Kinder-Jugend-Kunsthaus ist der 2. Verein, der mit dieser Finanzspritze Material anschaffen möchte. Außerdem wird Fahrgeld für Asylbewerber finanziert. Und schließlich freut sich der Verein Weltladen, deren Mitglieder sich bereits von Anfang an Bildungsarbeit auf die Fahnen geschrieben haben. Die Summe von 500 Euro blieb schließlich noch für die Abteilung Segeln des SV Einheit, die ebenfalls viel für Kinder tun.